Willkommen bei einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Re-Chef of Destruction. Ich habe mir überlegt, nein, ich habe keinen Bock zu grinden. Wir probieren es einfach weiterhin. Ich habe jetzt mal unser Deck trotzdem ein bisschen angepasst. Ich habe die Windmonster mal rausgehauen. Und ein paar andere Monster dafür reingetan. So drei schwache Windmonster habe ich rausgehauen und drei andere Monster dafür reingetan. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das waren, aber waren auch nicht die stärksten Monster. Aber gut, wir setzen erstmal keinen Einsatz, weil das schon ziemlich nach hinten losgehen kann hier alles. Wir werden es einfach probieren, bis wir es schaffen. Da kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir immer so wenig Chance dagegen haben. Okay, das hat schon mal gut funktioniert, aber warum haben wir jetzt schon wieder kein Monster auf der Hand? Wofür wir was opfern müssen und dann... Och Mann, das ist doch ärgerlich. Ist doch scheiße. Na, wir müssen erstmal weiter in der Verteidigung gehen. Was ist das für ein Monster? Ein Erdmonster? Ja, jetzt habe ich die ganzen Windscheiße rausgehauen. Jetzt kommt dann doch wieder ein starkes Erdmonster. Ne? Ihr könnt mich doch mal alle... Es ist einfach unfassbar. Was soll man dazu noch sagen? Oh, nice. Er hat die beiden Monster für ein... Alter, für ein Dunkelmonster geopfert und wir hatten jetzt das Glück, dass er ein Dunkelmonster hatte und wir Träumer. Oh, nice. Jetzt brauchen wir aber irgendein Monster, wofür wir mal was Gutes bekommen. Ey, komm schon. Wir lassen uns erstmal so. Ich versuche jetzt, so viele Monster wie möglich in die nächste Runde zu kriegen. Damit wir mal was Gutes bekommen. Jetzt nur unseren Krieger mit 2400. Nein, natürlich nicht. Und auch nichts an Licht. Ach, scheiße. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Fuck, fuck, fuck. Komm schon. Irgendeine gute Karte jetzt. Das ist das echt zu viel verlangt? Ah, offenbar. Och nee. Fuck, das war's schon wieder. Alles, wo ich gedacht hätte, juhu, das läuft ja. Nope. Oh, nice. Jetzt steht die Sache wieder auf unserer Seite. So, jawohl, wir haben unseren V gezogen, aber er hatte auch... Nee, Feuer hatte er nicht, ne? Oh, nice. Die ist immer noch verdeckt. Die lassen wir noch verdeckt, dann opfern wir unseren kleinen Drachen für unser V. Nice. Und den Bergkrieger lassen wir erstmal in Verteidigungsposition. Oh, was passiert jetzt? Aber wenn er jetzt so viele Karten setzt zum Verstärken, 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 macht er aber nicht. Sehr schön. Donner besiegt Wasser, ne? Oh, nice. Nice. Wir könnten das... Wir könnten das machen. Ich mache es auch. So, Attacke. Und jetzt mit beiden Monstern... Sollen wir mit dem Bergkrieger in Verteidigungsposition bleiben? Nee, ist eh egal, weil er, wenn dann eh unsere Wolke angreifen wird, also egal. Boah. Puh, da könnten wir das Duell jetzt echt direkt auf Anhieb gewinnen. Das wäre ja super geil. Das sieht gut aus bis jetzt. Was besiegt nochmal Traum? Dämon besiegt Traum. Haben wir nicht. Macht nichts. Oh, nice. Könnten wir das jetzt echt schon so schnell gewinnen? Das wäre ja krass. Wir haben jetzt zweimal ordentlich Glück gehabt in dem Duell. Aber komm. Das haben wir auch mal wieder verdient, hier ein bisschen Glück zu haben, oder? Geiler Scheiß. Das sieht gut aus. Der hat nichts zu melden bei uns. Ja, wir gewinnen das Duell, Leute. Jetzt setzen wir nämlich Feuer besiegt Wald. Ja, wir haben das Duell gewonnen. Geil. Wir haben das nächste Millenniumsgegenstand. Sehr schön. Duell, die Kapazität zum 3 geschrieben. Natürlich habe ich wieder keinen Einsatz gehabt. 1000 Domino, naja. Beeindruckend. Nimm das hier. Millenniums Zepter. Wer ruft mich? Ich habe ein neues Leben in Ägypten begonnen. Meine Aufgabe als Kryptawächter ist beendet. Wir werden uns eins wieder begegnen. Der Joey bestimmt wieder Schiss, ne? Nee. Marek. Das war Marek Ishtar, ja? Der Bruder von Ishizu. Wir haben den Millenniumsstab. Machen wir, dass wir zurück zu Ishizu kommen.
Jo, machen wir das. Hat der Rex noch was zu sagen? Es scheint, als hättet ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt. Ja, möchtest du nochmal kämpfen? Ich stelle mein Deck ganz neu zusammen. Ein andermal. So. Gehen wir zurück zu Ishizo, aber erstmal gehen wir speichern. Aber erstmal gehen wir speichern. Geil, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir den doch so jetzt doch schon so schnell besiegen können. So, Spielstand wurde gespeichert. So, Ishizo, was sagst du dazu, hä? Wie ich sehe, habt ihr den Millenniumsstab. Bleiben nur noch zwei Millenniumsgegenstände. Nur noch zwei. Oh, Erdbeben. Die Macht von Reshift im Dunkeln nimmt furchtbare Ausmaße an. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Sucht bitte den nächsten Millenniumsgegenstand. Ihr findet ihn auf den Galapagos-Inseln. Beeilt euch! Auf die Galapagos-Inseln? Ja, nice! Urlaub. Ja, gut, das hat jetzt nicht wirklich viel mit Urlaub zu tun, ne? So, dann gehen wir da auch mal direkt hin und gucken mal, wer uns denn da als nächstes erwartet. Marco Tsunami. Ich höre das Meer rauschen. Es kündet etwas an. Hi Marco. Hörst du es auch? Die Rufe des Meeres? Ich bin ein alter Seebär. Ich verstehe die Stimmungen der See. Und sie kündet bestimmt etwas an. Ja, er hat recht. Worum geht es eigentlich? Dumm, weisen wir ihn mal ein. Reshift der Dunkle? Kaum zu glauben. Aber in der letzten Zeit geht Merkwürdiges vor. Wenn es mal nichts hiermit zu tun hat, geh weiter ins Innere der Insel. Dort findest du etwas. Möchtest du kämpfen, Marco? Ei, Marco Tsunami drückt sich vor keiner Herausforderung. Oh, ich habe so ein bisschen Schiss, weil er nicht von Anfang an kämpfen wollte. Er gehört nicht zur Story. Ah! Ihr wird wahrscheinlich genauso krass drauf sein wie Mai, ne? Kein Einsatz, ja, das ist ein Wasserfeld. Ihr geht bevorzugt auf Wassermonster. Wir haben natürlich gerade nicht das Glück, ein Donnermonster gezogen zu haben. Wir haben jetzt einen Fresser geboren, die Fallenkarte und unseren Genin erstmal in Verteidigungsposition. Der wird krasse Karten haben, ne? Ja, genau. Und ja, genau. Ja. Okay, das ist ein Erdmonster. Das könnten wir theoretisch sogar besiegen, aber nützt halt alles nichts. Weil das hier zu krass ist. Na, wir besiegen trotzdem mal sein Erdmonster. Ja, fuck. Der hat das gleiche Kaliber wie meine. Das hätten wir noch nicht machen sollen. Okay, jetzt brauchen wir unbedingt unseren Uns kommt immer, gefühlt jedes Mal unser Elektrofrosch. Und wir bekommen die Donnerwolke. Ja, nice. Zack. Besiegen wir sein starkes Wassermonster. Und jetzt hoffe ich, dass unsere Wolke in die nächste Runde kommt. Bitte komm in die nächste Runde. Bitte komm in die nächste Runde. Es kommt in die nächste Runde. Ja, nice. So, denn jetzt opfern wir unsere Wolke für unseren V. Attacke! Nice. Oh, naja. Noch freue ich mich nicht zu früh, weil es ist halt Marco Tsunami. Der kann auch locker mal was raushauen mit Verstärkungen, bla bla bla. Aber was jetzt halt noch richtig sexy wäre, wenn wir unseren Elektrofrosch kriegen würden. Und jetzt haben wir Kuribu, habe ich mal mit reingenommen, weil ich mal wissen möchte, ob der einen Effekt hat. Der hat keinen Effekt. Was ein starkes Monster. So, Attack. Oh, der hat auch Windmonster, aber da haben wir Glück, dass Wald Wind besiegt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Solange der unseren V nicht besiegen kann, ist alles gut, ne? Ist alles gut. Sollen wir... Ja, wir gehen in Verteidigung. Wir sollten so lange unsere Lebenspunkte schützen, wie es geht. Auch wenn der Kampf dann jetzt hier ziemlich lange dauern könnte. Wir sollten unsere Lebenspunkte so lange schützen, wie es nur geht. Wald besiegt Wind, das ist geil. Was besiegt Wind? Ja, Wald. Erde? Nein, das sollten wir auf gar keinen Fall tun. Auf gar keinen Fall. Was ist das für eine Karte, die er da verdeckt gesetzt hat? Nein, reißender Tribut. Alle Monster auf der Angriffsseite des Feldes werden ausgelöscht. Wie bitte? Ja. Krasser Shit. Krasser Shit. Komm, noch ein Waldmonster ziehen. Noch ein Waldmonster. Ja, nice. So. Aber unsere Hummel wird hundertprozentig nicht in die nächste Runde kommen. Was sehr, sehr schade ist.
Kriegen wir jetzt nochmal ein Donnermonster? Kriegen wir jetzt nochmal ein Donnermonster? Nein, ein Dunkel-Typi, aber oh, der hat nur 1000 Angriff, 1100, verdammt. Okay, sah lange Zeit gut aus, und nur wegen der Einfallenkarte werden wir jetzt das Duell verlieren. Eine Macht von Kaishi wird aktiviert, ein Monster gestärkt. Okay, bekommen wir nochmal unseren Elektrofrosch? Elektrofrosch? Nein. Ein Feuermonster ist natürlich super schlecht. Hier auf so einem Wasserfeld. Ja, komisch. Ja, ja. Ja, ja. Okay, eine Chance haben wir noch. Bekommen wir unseren Donnerfrosch? Donnerfrosch! Nein, bekommen. Ja, okay. Dann war's das. Dann war's es. Aber wir haben seinen Lebenspunkt auf. Okay. Nicht gerade ziemlich viel runtergebracht. Egal. Das machen wir jetzt mit dem, aber genauso wie mit Mai auch. Der gehört, so wie es aussieht, nicht zur Story. Also lassen wir ihn erstmal weg. Und gucken uns erstmal an, wie es bei den Galapagos-Inseln weitergeht und wer da Story-Relevantes als nächstes auf uns wartet. So, wer wartet denn da als nächstes auf uns? Oh, Weevil Underwood! Ja, diese Insel ist eine Schatztruhe für seltene Insekten! Hallo? Ja, du willst wohl meine Insekten stehlen? Mit dir teile ich aber nicht! Kommen wir schon weiter, ja. Was gibt es hier? Oh. Das war jetzt nicht geplant. Schaut! Der Soyami-Yugi. Ja. Es ist lange her, Partner. Der Mistrick gegen den? Das gibt's ja wohl nicht. Ich habe den Millenniums-Gegenstand hier bereits gefunden. Zusammen mit deinem sind es damit 6. Ishise sagte, ich soll alle Millenniums-Gegenstände zurückbringen. Gib mir deine. Wenn wir uns nicht beeilen, wird es böse enden. Ich würde eigentlich sagen, wir können Yami-Yugi vertrauen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Nein. Sag dich nicht, es wird böse enden, wenn wir uns nicht beeilen? Los, mach schon, gib mir sofort die Millenniums-Gegenstände. Halt, da stimmt etwas nicht, Mango. Ja, genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, Yugi. Was ist los? Sehe ich etwa verdächtig aus? Ich sehe doch in jeder Hinsicht so aus wie der andere Yugi. Ja, das ist er nicht, ne? Meine Verkleidung müsste perfekt sein. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Verkleidung? Ich... Ups, meine Tarnung ist dahin, aber das ist unwichtig. Oh, wer ist das? Oh, wer ist das? Ich bin der Mimic of Doom. Wir duellieren uns um die Millenniums-Gegenstände. Okay, ich wollte eigentlich... Hatte ich gedacht, dass wenn wir in den nächsten Raum gehen, dass da wieder der Raum leer ist und wir erst Weevil besiegen müssen, bevor wir um das nächste Millenniums-Gegenstand kämpfen können. Dem ist offenbar nicht so. Der geht jetzt wahrscheinlich vermehrt auf Dämonen, ne? Laut fällt entweder Dämon oder Dunkelheit. Dämon oder Dunkelheit. Ich hoffe, dass er erstmal ein Dunkelmonster setzt und mich damit angreift. Das wäre super geil, weil dann wäre es direkt zerstört durch unseren Träumer und wir könnten unseren Löwen setzen. Sei dunkel. Nein. Okay, das ist aber ein Waldmonster. Okay, warum? Waldmonster. Müssen wir uns mal merken. Wenn wir das Duell jetzt verlieren, kämpfe ich aber trotzdem, als würden wir als nächstes direkt erstmal nochmal gegen Weevil antreten, bevor wir wieder hier reinrennen. Das ist jetzt ein starker Dämon. Ein starker Dämon. Wie wäre es damit, mein Lichtmonster zu bekommen? Und das ist ein Träumer. Dunkel besiegt Träumer. Jetzt haben wir einen Feuermond. Ja, das ist alles... Scheiße! Nicht gut! Das ist alles überhaupt gar nicht gut. Jetzt, wenn wir ein starkes Lichtmonster bekommen sollten, obwohl, ja, unsere Lichtmonster hat ja doch viele Träumer. Aber auch direkt am Anfang so ein starkes Waldmonster gab, ne, Alter, wie gemischt das hier alles ist, ne? Das war im Secret Cards nicht so. Und genau das ist eben die Schwierigkeit. Und wie krass die. Und was noch halt die ordentlich die Schwierigkeit ausmacht, im Gegensatz zu Secret Cards, ist, dass man hier einfach mal pro Sieg maximal Kapazität von 3 gesteigert bekommt. In Secret Cards hast du mal einfach um 15 oder 30 die Kapazität direkt
bekommen, ne? Scheiße, ey. Wir müssen aber seinen Dämon besiegen, wenn wir noch überhaupt irgendeine Chance haben wollen. Mussten wir das jetzt tun? Oh ja, okay, wir haben eh schon verloren. Ha, dass wir schon so krass an den Lebenspunkten unten sind, okay. So, dann speichern wir einmal ab. Ja. Und laufen jetzt einmal erstmal zu Reavil. Wir kämpfen jetzt erst einmal gegen Reavil. Mal gucken, was Reavil so drauf hat. Hier wird wahrscheinlich vermehrt auf Waldmonster gehen. Ah, du Narr, ich bin der frühere Japan-Duellmeister. Du hast Mut, du bist aber dumm. Lern die Kraft meines Super-Insekten kennen. Ja, wir haben schon mal direkt ein Feuermonster gezogen. Ich würde das ganz gerne noch nicht einsetzen. Ich würde ihn eigentlich erstmal ganz gerne behalten. Da hätten wir jetzt ein Monster auf Hand gehabt, wofür wir ein Tribut wieder machen müssen. Hätte ich ihn eingesetzt, er hätte uns angegriffen, wäre zerstört worden. Und wir hätten direkt opfern können, ne? Ah, genau so. Solange, das ist aber scheiße. Solange wir nur ein Feuermonster haben, würde ich erstmal ganz gerne abwarten. Okay, lange können wir nicht warten. Er ist auch nicht storyrelevant und richtig krass drauf, ne? Dafür musste Fiat 4 Sterne, musste dafür kein Tribut opfern. Richtig krass drauf. Jetzt müssen wir es tun. Und jetzt haben wir ganz, ganz schnell gar keine Chance mehr. Aber hat er wirklich nur Waldmonster oder hat er auch andere? Er hat auch andere, natürlich. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt müssen wir schon unsere Zauberkarte aktivieren, die einfach alles und jeden zerstört. Ja, ansonsten haben wir auch gegen Reavil überhaupt null Chance. 650 ist ein Wald. Okay, da können wir aber mithalten. Ja, wenn wir kein Windmonster bekommen würden, Alter. Ist das lächerlich. Und das ist ein Dämon. Mhm. Guckt euch mal die Verteidigungspunkte von denen an. Das ist doch 1690 WTF. So, und dann Bergkrieger hat verstärkte 1300 Verteidigungspunkte. Ja, natürlich. Ach komm. Ja, alles klar. Das war's. Und dann würde ich sagen, lassen wir Reavil auch mal weg. Kämpfen jetzt in dem Part noch einmal um das Millenniumsgegenstand. Und dann werde ich zur nächsten Folge mir das nochmal überlegen, ob ich wieder das so machen werde, dass wir einfach so oft gegen ihn kämpfen, bis wir durch Glück gewinnen. Wobei ich das ja in diesem Part ganz am Anfang auch vorhatte, aber das war direkt der erste Versuch, wo wir so viel Glück hatten, dass wir das gewonnen haben, ne? Aber wir machen das jetzt erstmal so, dass wir uns das ganze Quatsch hier wieder anhören müssen. Ja, super. Oh, jetzt habe ich auch so auf Ja gedrückt. Aber guck, was jetzt passiert. Ja, aber genau das Gleiche, ne? Das ist sowas von egal, was das Spiel gibt dem Spieler das Gefühl, irgendwas beeinflussen zu können, aber naja, dafür ist das einfach zu alt, ne? Und sowas konnten die damals nicht wirklich, vor allem auf dem Game Boy Advance, wahrscheinlich nicht programmieren. Wir werden jetzt noch einmal gegen ihn hier kämpfen. Und dann muss ich mir das überlegen, wie wir weiter vorgehen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ein Wassermonster. Was zur Hölle? Warum? Lol. Das muss ich das jetzt verstehen? Was hatte er? Er hatte gerade viele Träumer, ne? Dämon besiegt Träumer. Ich hoffe. Ja, aber er hätte auch dunkel. Ich würde nämlich ganz gerne ihn in eine Verteidigungsposition setzen. Über zwei Möglichkeiten. Entweder ich greife an und dann gehen beide kaputt und er ist an der Reihe.
Ich setze ihn in Verteidigungsposition. Er opfert das Monster für ein anderes. Mit ein bisschen Glück ist das ein Träumer. Und wir besiegen ihn direkt. Ja. Ich setze ihn in Verteidigungsposition. Mal gucken, was passiert. Cory gibt dem Spieler 200 Lebenspunkte. Ja, er opfert die Karte für einen Träumer. Jawoll. Geiler Scheiß. Alle Monstersprüche fallen Karte und Feld sind zerstört. Nein! Ach, als ob! Wir hätten so schön unseren V beschwören können, ne? Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Natürlich. Als ob. Ach, das ist doch lächerlich. Nö, den Versuch, den sehe ich jetzt schon wieder nicht ein. Wie unfair. Und wir ziehen jetzt wieder nur so eine Scheiße. Natürlich, nö. Einmal versuchen wir es noch in dem Part. Nö, das sehe ich nicht ein. Boah, geht mir das hart auf den Sack. Alter Scheiße, ey. Na, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Einfach nur keine Ahnung. Ich habe so gut kalkuliert, ne? Und dann kommt er mit seiner scheiße Zauber- und Fallenkarte da vorbei. Ist nicht wahr. Einmal machen wir das noch. Nö, einmal probieren wir es noch in dem Part. Dann brauchen wir auch nicht speichern. Lächerlich. Einfach lächerlich. Jetzt hier kommt bla bla bla, blut blu blu. Naja, ja, labert schneller, labert schneller. Ne. Lass uns jetzt einmal Glück haben und direkt weiterkommen. Los, komm schon, das wäre so nice. Ah, das wäre so schön, aber ich denke mal ganz klar nicht. Oh. Der Träumer ist gut. Dämon besiegt aber Träumer. Träumer besiegt Dunkel. Er hat auch Dunkelmonster, ja. Aber ich muss es einfach riskieren. So, schwupp. Guck mal, was passiert. Fuck off this fucking fuck shit. Als ob. Tja. Träumer. Hatte ich gesagt? Dämon besiegt Träumer. Tschi. Ja, wir haben einmal unsere Reset-Karte hier auf der Hand, ne? Träumer. Also er hat vermehrt Träume, aber er hat auch richtig starke andere Karten. Das ist schon hart lächerlich. Mal gucken, was jetzt passiert. Er opfert wahrscheinlich die beiden Karten für einen Mond. Nein, tut er nicht. Okay. Ja, und dann hat wieder so ein starkes Faltenmonster, den Yashi, den wir auch haben, ne? Überleben wir noch eine Runde? 2400, 3500. Eine Runde überleben wir noch, aber. Ich setze die Reset-Karte jetzt. Ja, resetten wir mal alles. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja, er kann natürlich direkt wieder ein Monster setzen, selbstverständlich. Ein Dunkelmonster, aber natürlich. Alter, scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Ja, keine Chance. Puh, da muss ich mir jetzt mal überlegen, wie wir das machen. Da muss ich mir jetzt überlegen, wie wir es machen. Ob ich jetzt nochmal hart grinde oder ob wir es so lange versuchen, bis wir durch Glück mal gewinnen. Aber selbst wenn wir das tun, ne, so oft, bis wir mal durch Glück gewinnen,
Ja, wir werden halt dann bei den nächsten Gegnern nicht weiterkommen, ne? Irgendwas muss ich mir überlegen. Wenn ihr Tipps für mich habt, bitte in die Kommentare damit, wie ich das hier am besten angehen sollte. Aber ich glaube, das habe ich jetzt eh schon verkackt, weil das Spiel schon so zu weit fortgeschritten ist. Naja, nichtsdestotrotz würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und mich darüber freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Also bis dann.